Willkommen zurück, mein Lieben, bei Elden Ring. Wir sind, beim letzten Mal ins Spiel gestartet und beim ersten Boss direkt malträtiert worden. Wir können übrigens springen, also wie in Sekiro können wir springen. Wir gehen jetzt mal hier runter. Wir haben sowieso nichts zu verlieren, von dem her, was soll's. Fallschaden? Bisher nicht. Sehr interessant. Wir haben links steht da noch Barbarenbrüllen. Das ist, ich habe mir das kurz angeschaut zwischen den Episoden. Das ist anscheinend die Spezialfähigkeit unserer Waffe. Und was das tut, das wissen wir nicht. Ich weiß immer noch nicht genau, wie wir die Waffe zweihändig machen können. Aber ich denke mal, wir kriegen noch ein Tutorial. Von dem her. Ort der Gnade. Ach, hier ist noch einer. Okay, oh, weil wir haben oben bereits einen gesehen. Verlorene Gnade entdeckt. Ja, Zeitvertreiben, Flaschen, das ist alles dasselbe. Level-Up können wir hier nicht machen, interessanterweise. Vielleicht. Es gibt auch anscheinend irgendwie sowas wie ein Crafting-System, weil hier ist Objektherstellung. Aber gut, wir werden sehen. Eins nach dem anderen. Okay, das ist unser erster Untoter. Ja, die sind in unserer Liga, gehen schnell und gut down. So muss es sein. Oh yes. Grüß dich. Ja, starker Angriff ist klar. Abwehren. Okay, da können wir wahrscheinlich nicht, weil wir kein Schild haben. Von dem her werde ich jetzt gar nicht probieren. Ausweichen. Ja, Schritt zurück und rollen. Haben wir Iframes? Müsste das Timing noch richtig haben. Hat ein bisschen ein Delay drin. Aber ist nicht. Ist wahrscheinlich einfach gewöhnungsbedürftig. Mein Muscle Memory ist immer noch so ein bisschen auf Sekiro eingestimmt. So, springen. L und B. Sprinten. Ja, das hatten wir auch schon. Ich soll mich aber hier ein bisschen umsehen. Im Zwischenland findet ihr an jeder Ecke Früchte, Blumen, Pilze, Schmetterlinge und viele andere nützliche Materialien. Diese Materialien könnt ihr für die Herstellung von Objekten einsetzen. Okay, also es geht wirklich so ein bisschen in Richtung Witcher mit dem Crafting-Zeug. Ich denke mal, wir sollten das mitnehmen. Ich hoffe, dass es dass das gut implementiert ist. Dass man auch irgendwie nützliches Zeug. Waffe handhaben. Ihr könnt für jede Waffe bis zu drei Waffen ausrüsten. Und dann zwischen ihnen wechseln. Führt ihr Waffen beidhändig, erhöht ihr eure Angriffskraft um 50% und Gegner können die Angriffe nicht so leicht mit einem Schild abwehren. Waffe für rechte Hand wechseln. Y und LB. Okay. Okay, so geht das. Gut. Ich bin gespannt, ob sie Sachen aus Sekiro übernommen haben. Also ob es irgendwelche Spezial-Konter-Moves oder so gibt. Oh ja, wir gucken mal, ob das Circle Backstab funktioniert. Ja, okay. Also, die NPCs haben nicht sonderlich viel dazu gelernt. Zumindest eher nicht. Also, das um sie rumtänzeln und dann einfach einen Backstep machen, das scheint auch hier auf den ersten Blick zu funktionieren. Okay, Ziele wechseln. Das Spiel ist vom Pacing her eher etwas gemächlich. Also es geht wohl eher in Richtung Dark Souls 1 und 2 als 3. Also es
Ich meine, man kann schon einigermaßen schnell rollen, aber... Ist hier irgendwas drin? Irgendwann wird bestimmt irgendwas drin sein. Okay, es gibt auch quasi den Charge-Angriff. Waren wir da unten? Ja, ich glaube, da unten sind wir hergekommen. Da haben wir die Blümchen eingesammelt. Denke ich. Können noch mal Fallschaden probieren. Es scheint echt keinen Fallschaden zu kriegen. Ha. Vielleicht aus höherer Höhe. Wäre möglich. Aber im Moment würde ich jetzt eher darauf tendieren, dass wir keinen Fallschaden kriegen. Ich glaube, auch bei Sekiro hatten wir keinen Fallschaden genommen. Höhle des Wissens, Friedhof der Gestrandeten. Ach, ich denke, das sind die beiden, diese Gnade-Dinger. Ich werde sie einfach ein Leuchtfeuer nennen. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. So, Freundchen. Talente. Ja, brauchen wir jetzt nicht, weil das braucht, ich glaube, das Blaue ist Fokus. Das braucht auf jeden Fall von dem Blauen. Aber da ging jetzt gerade das Grüne etwas runter. Aber ich glaube, nur wenn wir treffen, ne? Ausweichen braucht aber keine Ausdauer. Ducken, okay. Können wir ein bisschen sneaky sein. Und dann ordentlichen Backstab ausführen. Ja, das hat jetzt zwischendurch wieder ein bisschen Ausdauer verbraucht. Ich nehme an, es ist Ausdauer. Also, das sieht wohl so aus, ja, dass sie das Deckungssystem von Sekiro übernommen haben. Aber naja, ich meine, bei den Gegnern müssen wir das jetzt nicht unbedingt machen. Ich hoffe, es gibt sowas wie Dual-Wielding, das wäre nice. Brechen von Haltungen. Einige Angriffe können die Haltung eines Gegners brechen und euch die Chance auf einen kritischen Treffer gewähren. Mit aufgeladenen Sprungangriffen ist es besonders einfach, die Haltung eines Gegners zu brechen. RT halten, Sprungangriff. RT beim Springen, Sprungangriff. Okay. Ne, das ist einfach nur ein harter Angriff. Okay. Ja, das... Ist interessant. Ich weiß noch nicht genau, wie nützlich das ist, aber es sieht... Oh, okay, ja, das könnte nützlich werden. Das ist wahrscheinlich etwas, woran ich mich gewöhnen muss. Ist das ein Gegner? Das sieht nicht so aus. Marikas Pfähle. Wenn ihr sterbt, werdet ihr im letzten Ort der Gnade wiederbelebt, den ihr besucht habt. Seid ihr allerdings in der Nähe eines Pfahls von Marika gestorben, könnt ihr stattdessen dort wiederbelebt werden. Nice. Das heißt, das wird dann wohl unser erster Boss sein. Das heißt, hier können wir nicht aufleveln und Zeug machen, sondern einfach nur respawnen. Das finde ich exzellent. Da hat man weniger große Laufwege, aber wird wahrscheinlich trotzdem ein bisschen gepunished. Ja, man kann hier nicht wieder aufleveln. Also man kann nicht seine Seelen zurückholen, dann hier hinrennen und aufleveln. Wobei, naja, das ging beim Leuchtfeuer jetzt auch nicht. Aber vielleicht kommt das ja noch. Wer weiß. So, gehen wir hier durch. Ja, das Soldat Godrix. Abwehrkonter. Wenn ihr einen gegnerischen Angriff geblockt habt, könnt ihr sofort einen Gegenangriff ausführen. Mit Abwehrkonter lässt sich die Haltung des Gegners leicht brechen. RT sofort nach dem Blocken eines Angriffs. Okay, lass uns das mal probieren. Das zieht uns aber... Das zieht uns HP ab. Von dem her... Wie viel heilen wir? Okay, das heilt voll. Ja, ich meine... Das ist schon fast... Es muss fast eigentlich eine zweite Phase kommen. Ich meine, gut, es ist der Tutorial-Boss. Aber selbst dafür war das ein bisschen so einfach. Gegner zu Fall gebracht.
Ich meine, kann man ja fast nicht verlieren, oder? Tja, es war eigentlich auch eher ein... Also, wir werden nicht großartig blocken. Das kann ich schon fast mit Sicherheit jetzt schon sagen. Haben wir sonst nie gemacht. Wir haben es nicht mal in Sekiro gemacht. Und da ist das ganze Spiel drauf ausgelegt. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt heute damit anfangen werden. Neue Stärke. Okay, da sind wir wieder zurück am Anfang. Wir haben bestimmt irgendwas übersehen. Ich sollte gründlicher sein. Ich werde wahrscheinlich auch offscreen ein bisschen Backtracking dann zwischendurch mal machen. Weil ich werde bestimmt viel übersehen und ich denke, es ist wahrscheinlich eher langweilig, wenn ich alles 100 Mal absuche. Und dann würde ich einfach eine Zusammenfassung geben von den Items, also die Items dann mit euch zusammen durchlesen, falls wir was finden. Okay, da sind wir wieder hier. Ich weiß jetzt nicht genau, was uns das gebracht hat. Ich meine, wir haben ein Tutorial gekriegt. Da hinten ist noch ein Item. Aber hier sieht man gar nichts. Hier sieht man rein gar nichts. Es ist stockfinster, wie im Grab der Riesen. Ich hoffe, wir haben nicht zu viele von diesen Orten. Spiel. Okay, ja, das mal so viel dazu. Aber wie ging das mit dem Schnellreisen nochmal? Kann ich direkt... Okay. Das ist natürlich auch interessant. Wir können respawnen bei diesen Marika-Dingern, aber wir können von da aus natürlich nicht schnell reisen. Jetzt sind wir wieder hier unten in der Höhle. Die Gegner sind... Respawned, okay, gut. Ah doch, wir können schnell reisen. Aber also wir können nicht zu den Dingern schnell reisen, aber wir können, so wie es aussieht, von überall her schnell reisen. Von dem her, das ist nice. Ich frage mich immer noch, was uns das Ganze jetzt gebracht hat. Aber hey. Vielleicht war es einfach nur das Tutorial. Koop mehr Spielerpartien. Im Krummfinger des Befleckten hinterlässt ihr ein goldenes Rufzeichen. Andere Spieler in anderen Welten können euch mit diesen Zeichen für eine Koop-Mehrspielerpartie rufen. Als Krummfinger-Gast ist es eure Aufgabe, dem Wirt im Kampf gegen den Gebietsboss zu helfen. Das werden wir nicht tun. Der Kompass ist am oberen Bildschirmrand, weist euch die Richtung mit dem Finger, der euch gerufen hat. Okay, Fingerabtrenner. Krummfinger des Befleckten. Das Einzige, was mich am Online... interessiert ist eigentlich das PvP. Sendet einen anderen oder euch selbst nach Hause zum Schreiben von Nachrichten. Rufzeichen, okay. Haben wir bei unserer Waffe eine Durability? Ich sehe auf den ersten Blick nichts. Muss aber nichts heißen. Also ich glaube, unsere Waffe nutzt sich nicht ab. Von dem her, das ist ein Aufzug. Ja, der geht hoch. Okay. Schauen wir uns erstmal hier ein bisschen genauer um. Das ist der Schalter, um den Aufzug wieder zu rufen. Also haben wir einfach, ja, den ersten Boss da getötet. Aber wirklich sinnig war das, glaube ich, nicht, oder? Ich weiß immer noch nicht genau, wie wir hochleveln können. Was ist das hier? Ist das irgendwas? Ah, es ist tatsächlich was. Steinschwertschlüssel nutzen. Haben wir wahrscheinlich keinen, oder? Ja. Okay. Vielleicht habe ich da was übersehen.
im anderen Gebiet. Hat sie noch was zu melden? Weil sie hat uns ja gesagt, wir sollen da runtergehen. Oder eher, ich weiß nicht. Man sieht es nicht genau. Wagt den Sprung des Lernens und des Echos. Vielleicht erinnert euch an die Kunst des Krieges, neuer Kriegerblut. Okay, ich glaube, das ist. Ja, das ist einfach soll wohl eine Anspielung sein. Wenn du nicht mehr genau weißt, wie die Steuerung und so funktioniert, da unten ist ein Tutorial. Ich denke mal, dafür ist es gedacht. Nicht mehr, nicht weniger. Und die, die das nicht tun wollen, wenn man jetzt zum Beispiel das Spiel zum zweiten Mal spielt, muss man das nicht extra wieder machen. Also es gibt kein Item da, das man unbedingt braucht. Und kann das dann, wenn man zum Beispiel im New Game Plus ist oder so, kann man das überspringen. So interpretiere ich das jetzt mal. Ha. Das ist wieder dunkel. Das ist ja der Boss da ist. Ich denke mal, den kann man nicht wirklich als ersten Boss bezeichnen, sondern das ist mehr. Wow. Limgrave. Holy shit. Das sieht cool aus. Richtig schön. Da oben ist eine Burg. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel. Ich werde wahrscheinlich auch offscreen, wenn es notwendig sein sollte, irgendwelche Materialien einsammeln. Rova-Frucht. Wir können das auch gleich mal durchlesen, was wir hier kriegen. Inventar. Material zur Herstellung von Objekten. Gibt es noch... Gibt es noch irgendwie eine weitere... Irgendwie eine Lore-Beschreibung oder sowas? Oder nicht? Normalerweise gibt es doch... Ne? RT scrollen. Normalerweise gibt es doch immer irgendwelches Lore-Zeug noch. Ha. Gibt es das hier wirklich nicht? Okay, wir können nach wie vor schnell reisen. Friedhof der Gestrandeten. Ich guck mich erstmal hier ein bisschen um. Wir lassen diese wundervolle Atmosphäre auf uns wirken. Und schauen, ob wir Sachen entdecken. Okay, die kann man angreifen. Flugfeder. Ist auch schön, dass oben neu angezeigt wird. Moment mal, okay. Steuerung ansehen, Menüerklärung. Cursor bewegen, Marker platzieren, das ist super. Haben wir Oh. Ich nehme die wieder weg. Wäre schön, wenn man verschiedene Marker hätte. Wobei, 1, 2, 3. Das geht eigentlich auch. Die Feder wollte ich mir noch ansehen. Ja, wir nehmen das Ganze sehr, sehr langsam. Lassen das auf uns wirken. Findet man durch die Jagd auf Vögel. Ha. Keine Lore? Das ist schon fast ein bisschen enttäuschend. Aber gut. Vielleicht habe ich einfach was übersehen. Nicht meckern. Oh. Ich frage mich, ob es so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Zelda-Elemente oder Metroidvania-Elemente gibt, in dem Sinne, dass man findet irgendwie was Neues, was dann einem dann erlaubt, an neue Orte zu gelangen. Meine Fresse. Ist es riesig. Ist es riesig. Holy shit, ich weiß gar nicht, in welche Richtung wir zuerst gehen sollen. Okay, schauen wir uns, also wir haben da einen großen Baum. Die Orientierungspunkte an, ne? Orientierung ist das A und O. Weil wir haben zwar eine Map, aber auf der Map ist momentan nichts eingezeichnet. Wir haben da einen relativ großen Turm. Wir haben da noch einen größeren Turm. Wir haben da eine relativ
beeindruckende Burg. Da hinten ist auch irgendwas. Beim Baum. Okay, wir nehmen den Baum aus. Also im Norden. Ne, Nordwesten ist die Burg. Norden ist auch ein Riesenbaum plus der große Turm. Nordosten ist der kleine Turm. Im Osten nicht wirklich was. Südosten. In weiter Ferne und im Süden ist der andere Baum. Okay, gut. Ich denke, wir gehen erstmal dann nach vorne. Da ist so eine Art Kapelle oder sowas. Oder eine Ruine. Kapellenruine. Muss man wohl eher sagen. Hier ist ein Item. Herbeirufungsreserven. In jedem Gebiet könnt ihr auf Märtyrerbildnisse stoßen. Diese Bildnisse dienen als Herbeirufungsreserven. An diesen Orten wird es euch leicht fallen, andere Spieler herbeizurufen, die sich als Sammelpunkte für Koop-Rufzeichen und feindliche Rufzeichen fungieren, die mit kleinen Bildnissen erstellt wurden. Okay. Und goldene Statue macht was? Sendet Kooperativzeichen an Herbeirufungsreserven. Okay, ja. Dankeschön. Oh, hier ist jemand, mit dem wir wahrscheinlich reden können. So, gibst du uns ein paar Infos? Die Karte. Nutzt eure Karte, um eure aktuelle Position, das Terrain und die Gebäude in der Umgebung zu überprüfen. Ihr könnt eure Karte mit neuen Informationen aktualisieren, indem ihr Kartenfragmente an Stelen entlang der Straße findet. Oh, das ist nice. Okay, wir updaten die Karte demnach nach und nach, indem wir, ja, halt, wir sollen auf den Straßen bleiben dann größtenteils, zumindest am Anfang, bis wir die Umgebung markiert haben, dann sehen wir, was auf der Karte ist und dann können wir von dem Pfad abweichen und erkunden gehen, je nachdem, was auf der Karte als interessant aussieht. Ihr könnt außerdem leuchtende Marker frei auf der Karte platzieren, um euch beim Erkunden besser zu orientieren. Fantastisch, sehr gut, gefällt mir sehr gut bisher, das, Oh yes, tarnished, are we? Come to the lands between for the Elden Ring? Hmm? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Okay, das hört sich für mich jetzt gerade so an, wir sind jungfernlos, also wir brauchen quasi, ich denke mal, eine Jungfer, die uns dann beim Aufleveln hilft. So interpretiere ich das. Das kann jetzt kompletter Unsinn sein, aber wir werden sehen. You, however, there is one shining ray of hope for even the maidenless. Me, Vare. Take care to listen. Are you familiar with grace? The golden light that gives life to you tarnished. You may also behold its golden rays, pointing in a particular direction at times. That is the guidance of grace, the path that a tarnished must travel. Indeed. Grace's guidance holds the answers. It will lead you tarnished to the path you are meant to follow, even if it leads you to your grave. Okay. Also ich denk mal, geht es um Gnade berühren. Geht's um diese Leuchtdinger hier? Vielleicht kommen die einfach in der Nähe von diesen Gnaden vor. Das könnte sein. Führende Hand der Gnade. Gnade existiert, um die Befleckten zu führen und ihnen den richtigen Weg zu weisen. Selbst heute besitzen manche Orte der Gnade noch diese Macht. Ihre goldenen Strahlen werden euch den Weg weisen. Okay, also, es sieht so aus, als geht
das in diese Richtung. Ich denke mal, das soll heißen, geh in diese Richtung. Wenn du in eine andere Richtung gehst, wirst du wahrscheinlich auf irgendwas stoßen, das dich total zermalmen wird. Von dem her, auch das ist super. Also man kriegt so ein bisschen einen losen Orientierungsfaden, kann aber, wenn man möchte, auch einfach in die Pampa rausrennen und sich heillos verlaufen und von irgendeinem viel zu hochleveligen Monster kaputt gekloppt werden. Hurra! Grace's guidance will reveal the path forward, most certainly. To Castle Stormvale, over on the cliff. The home of the decrepit demigod, Godric the Grafted. Godric der Verpflanzte, okay, was ein Name. It's time you set off, I should think. To Castle Stormvale, on the cliff, where Grace would guide you. If you seek the Elden Ring, maidenless as you are, it's time you set off. Okay, gut, gut, gut. Also, dann, es wird hier super einfach sein, so viele Items zu übersehen. Ich habe jetzt schon ein Bild, also das Ganze ist wesentlich größer, als ich mir das vorgestellt habe. Also ich habe ein bisschen gelesen, dass es ja so ein bisschen Open-World-Aspekte haben soll, aber ich hätte nicht gedacht, dass das so weitläufig ist. Ich meine, zieht euch das mal rein. Da ist auch noch irgendeine Insel oder so. Ich weiß auch nicht, ob wir schwimmen können. Wir können mal runtergehen, oder? Vielleicht, ich weiß nicht. Ich finde es ein bisschen schade, dass es keine Lore gibt. Oh, hier sind nochmal ein paar Geier. Das sind das die wir vorhin schon weggemacht haben. Die Frage ist, wenn ich so runtergehe. Ja, wir kommen wieder hoch, weil wir können porten. Der erste Schritt. Okay, das ist, wir können im Prinzip völlig. Okay, so viel zu, es gibt keinen Faustschaden. Ah, wie gut, wie gut. Tod, wenn ihr sterbt, werdet ihr am letzten Ort der Gnade wiederbelebt, den ihr aufgesucht habt. Alle Runen in eurem Besitz lasst ihr am Ort eures Todes fallen. Falls ihr erneut sterbt, bevor sie eins haben, sind sie für immer verloren. Der Kompass am oberen Bildschirmrand weist euch in die Richtung der verlorenen Runen. Okay. Die Richtung. Oh, es wird Abend, habe ich das Gefühl, ne? Stimmt, die Zeit. Die Zeit. Ist das was? Tatsächlich. Herber. Okay, also wir können nicht einfach alles tun. Nochmal Herber. Nee, ein Pilz. Ah, ich hätte so gern Lore zu diesen Crafting-Materialien. Das ist unser Grab, ne? Gute Sache. Okay, also, ne? So einfach ist es dann nicht. Ups. Lasst uns kurz mal ins Inventar schauen. Material findet man in Dichtigen und anderswo, gedeiht in feuchten Dichtigen und anderswo. Hilfe. Okay, das ist nicht unbedingt das, was ich wollte. Schade. Vielleicht ist es auch so, dass wir erstmal irgendwie, ich sage jetzt mal, ein Tagebucheintrag oder irgendwas finden müssen. Also sieht so aus, als könnten wir darüber gehen. In der Regel bei FromSoft-Spielen ist ja alles, was man sieht, da kann man auch hingehen. Von dem her, wenn wir da was sehen, könnte es durchaus sein. Aber wir wollen uns aufmachen zu dem Schloss, das er gesagt hat, da wo uns die Gnade hinführt. Und ich denke mal, da werden wir dann die Möglichkeit finden, aufzuleveln. Hier ist auch irgendwas. Lass uns mal kurz hier hingehen, weil es ist relativ nahe.
Wir sollten auch auf dem Pfad bleiben. Weil wegen, ne, damit wir die Map updaten können, falls was ist. Ist das hier was? Ruinenfragment. Okay, da ist auch irgendwas. Und da ist auch irgendwer. Hast du was zum Looten? Nee. Was ist mit dir? Scheint ein Gegner zu sein. Nämlich das Baumwächter. Okay. Okay, gut. Merke, es kann auch sein, dass man einfach mal so per Zufall in der Open World auf einen Boss trifft. Hooray. Da ist er wieder. Ich muss ein Gefühl dafür kriegen, wann dass wir Fallschaden nehmen und wann nicht. Ich meine, wenn wir sowieso direkt neben dem Checkpoint sind, ich will zumindest mal gucken, wie viel Schaden wir dem machen würden. Autsch. Relativ wenig. Also ist sicher machbar. Wow. Ist sicher machbar. Ich denke mal aber, wir sollten da wahrscheinlich unsere Waffe zuerst ein, zweimal ein bisschen aufwerten, bevor wir uns mit dem anlegen. Das ist, sieht mir definitiv nach einer schwarzer Ritter aus und so. Es wäre definitiv eine interessante Challenge, den jetzt zu machen, aber ne, ich denke mal, wir sparen uns den noch so ein bisschen auf. Wir müssen nicht alles sofort machen. Gut, mein Lieben. Ich denke, an dieser Stelle machen wir einen Break. Und beim nächsten Mal schauen wir mal, ob wir, ohne dass der Typ uns aggrot, zu diesem Schloss kommen. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut und auf geht's.